Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr am leichtesten Earnings im Frosty Frenzy Cup holen könnt. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem bin ich gerade auch wieder live auf Twitch. Schaut da also gerne vorbei. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich habe seit gestern tatsächlich auch meinen eigenen Creator-Code, TheAlcraft, genauso wie ich auch auf YouTube heiße. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr den eintragen könntet und wenn ihr dort ein paar Supporter sammeln könnt. Fliegt natürlich alle 14 Tage raus. Würde mich natürlich über jeden einzelnen Supporter freuen. Und damit würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit dem Video. Als erstes gehe ich nochmal ganz kurz so und muss übers grobe Format rüber. Ich hatte dazu schon ein genaueres Video gemacht, also wenn euch das Ganze etwas genauer interessiert, schaut gerne in der Infokarte vorbei, dort werde ich euch das verlinken. Aber das Ganze sieht so aus, dass wir am Samstag ein Punktesystem haben, was relativ stark auf Kills basierend ist. Zwei Punkte pro Kill bekommt man nämlich und dann Top 20 2 Punkte, Top 10 3 Punkte und dann Top 5 4, 3, 2 und der Sieg gibt jeweils dann 5 weitere Punkte. Und am Sonntag, am zweiten Tag, gibt es dann nochmal ein leicht verändertes System, und zwar das FNCS-Punktesystem mit 1 Punkt pro Kill und dann von Top 17 bis Top 4 jeweils 1 Punkt, Top 3 dann 2 Punkte, Top 2 4 Punkte und der Sieg bringt nochmal 5 Punkte. Insgesamt hier 25 Placement-Punkte. Im anderen Cup waren es insgesamt 30 Placement-Punkte, dafür aber 2 Kill-Punkte waren es da und hier ist es immer nur 1 Kill-Punkt. Da das Ganze schon relativ stark auf W-Clean basiert, vor allen Dingen am ersten Tag, empfehle ich euch auf jeden Fall nicht komplett dauerhaft zu campen. Allerdings habt ihr auch nur 6 Runden pro Tournament, das heißt, ihr müsst in 6 Runden euer Bestes versuchen und dort eben halt gute Runden raushauen. Das heißt, es empfiehlt sich nicht so sehr in Städten wie Salty Towers zu landen, wo man eine sehr, sehr hohe Chance hat, dass viele Leute dort landen, wo man eben halt relativ häufig stirbt. Ich denke mal, man darf höchstens eine einzige Runde offspawn sterben, ansonsten muss man eigentlich jede andere Runde bis zum Ende spielen oder zumindest ein paar Placement-Punkte mitnehmen. Also versucht auf jeden Fall so einen Spot zu finden, wo er in den allermeisten Fällen immer überlebt. Schaut ein bisschen in der Arena, welche ganz gut sind. Und ansonsten könnt ihr euch auch immer ganz gut an DreamHack orientieren. Oder wenn natürlich morgen schon die ersten Frosty Frenzy Tournaments in anderen Regionen sind, könnt ihr euch daran natürlich auch ein bisschen orientieren, wo ihr landet. Auch wenn ihr natürlich nicht in komplett stark contesteten POIs landen solltet, könnt ihr trotzdem immer noch in POIs, wie zum Beispiel Holly Hatches oder so landen, wo ihr halt vielleicht ein bis zwei Trios landen. Am besten ist eigentlich wirklich, wenn an eurem Spot maximal ein Trio landet. Oder ihr könnt beispielsweise auch einen Split-Drop nehmen. Dabei funktioniert das Ganze so, dass man drei unterschiedliche Spots hat. Zum Beispiel landet der eine dann hier bei Rainbow Rentals, der andere bei Logjam Woodworks und der andere hier bei Shantytown. Und dann lootet eben halt jeder seinen eigenen Spot und dann trefft ihr euch am Ende irgendwie in der Mitte dazwischen. Dadurch kommt man auch sehr, sehr schnell an Loot und kann danach beispielsweise dann von hier aus auch weiterhin Holly Hatches oder eben halt wo auch immer ihr auf der Karte seid, in die nächste POI pushen und dadurch natürlich auch immer noch Kills bekommen. Aber es lohnt sich wirklich nicht, direkt in Salty Towers oder so zu landen. Dort bekommt man dann vielleicht in einer Runde, wenn man Glück hat, mal 3 Kills oder 2 Trios insgesamt, also 6 Kills. Das Problem ist, ihr werdet sehr, sehr schnell sehr, sehr scuffed sein und dann habt ihr es immer sehr, sehr schwierig danach. Deshalb landet ihr halt irgendwo eher safe in einer POI, wo wenig landen, auf in irgendeinem Split-Job. Farmt euch schön Mats und danach könnt ihr eben halt schön W-Clean. Gerade im Mid-Game und im Endgame werdet ihr super leicht noch Kills bekommen. Es gibt auch kein Killcap hier, das heißt, ihr könnt unendlich Killpunkte sozusagen pro Runde machen und dadurch wird es natürlich nochmal mehr auf Kills basieren. Da ihr Mid-Game tatsächlich auf Kills gehen solltet, empfiehlt es sich nicht komplett außen zu landen, solange ihr zumindest keine Fishing Spots habt, denn wenn ihr eben halt Fishing Spots habt, dann könnt ihr daraus zum Beispiel auch einen Riftfish holen und damit könnt ihr eben halt easy in die Mitte der Karte fliegen. Empfehle ich euch auf jeden Fall extrem, dass ihr das vielleicht macht. Generell Fishing Spots sind extrem overpowered in dieser Season, lohnt es sich auf jeden Fall immer mitzunehmen. Beispielsweise hier unten Slurpy Swamp kann man sehr, sehr gut hier unten in Flush Factory landen und hier ein paar Fishing Spots mitnehmen, aber diese Spots werden natürlich teilweise auch sehr, sehr krass contested sein, beispielsweise Camp Cod, glaube ich, wird schon sehr, sehr highly contested sein, das heißt schaut da lieber vorher, welche Spots contested sind, aber ansonsten Spots, die irgendwo Flopper-Spots drin haben, sind auf jeden Fall immer sehr, sehr empfehlenswert dafür. Ansonsten, wenn ihr so oder so schon irgendwo in der Mitte der Karte seid, müsst ihr euch darüber natürlich nicht so viele Gedanken machen, trotzdem wäre es natürlich besser, wenn man einen Flopper hat, denn dann kann man notfalls auch aus Fights disengagen, ist auch immer relativ praktisch und wie gesagt, so sucht
natürlich einfach einen safen Spot, wo ihr aber trotzdem möglichst schnell dann, nachdem ihr gut gelootet habt und das natürlich auch möglichst schnell gemacht habt, dass ihr dann möglichst schnell auch zu den nächsten Gegnern kommen könnt. Danach geht es natürlich darum zu fighten, das müsst ihr einfach trainieren, also versucht wirklich zu dritt immer zu fighten, dass die Gegner eben mal keine 1v1 oder so bilden, sondern dass ihr immer wirklich zu dritt zusammen seid, am besten die Gegner schon vorher lasert. Falls ihr irgendwo von der Zone weg seid, dann geht eben mal lieber keine Fights ein, sondern disengaged ein bisschen. Das ist dann wichtiger, dass ihr die Placement-Punkte holt, als dass ihr dann irgendwie risky auf irgendwelche Kills geht und versucht die Kills einfach möglichst schnell zu beenden und schaut euch vielleicht auch vorher an, beispielsweise eben halt wieder auf lootlag.info, wo eben halt andere Spots sind. Das heißt zum Beispiel, wenn er hier irgendwo raus rotiert, dann wisst ihr eben halt, dass von Sweaty Sands und von Holly Hedges hier die Gegner wahrscheinlich rotieren werden und dass ihr hier vorne auch von Salty Towers auf Gegner treffen könntet. Das heißt, seid euch da einfach so ein bisschen bewusst, wo andere Gegner sein könnten. Dann wisst ihr nämlich, wo ihr eher weniger gethirdpartied werden könntet und wo ihr mehr gethirdpartied werden könntet. Das könnt ihr natürlich, wie gesagt, genauso gerne auch einfach in den Tournaments nachschauen, also am besten irgendwelche Tournaments, die wie zum Beispiel Dreamhack auf NA West, das schon stattgefunden hat. Dort könnt ihr eigentlich relativ easy schauen, wo im Prinzip Gegner lang rotiert sind, und da habt ihr schon mal so einen kleinen Einblick da rein, wie eventuell so das Tournament ein bisschen ablaufen könnte. Wie ich schon angesprochen hatte, ist der zweite Tag nicht ganz so extrem auf Kills basiert, trotzdem geht es hier immer noch sehr, sehr stark auf Kills, aber hier ist es noch mehr so, dass man wirklich safe im Early Game landen sollte und dann im Mid Game irgendwann anfängt zu pushen und dort im Prinzip noch ein bisschen safer spielt. Generell solltet ihr versuchen, in allen 6 Runden richtig schön weit ins Endgame zu kommen. Alleine schon, wenn ihr einen Sieg holt, dann habt ihr meistens im Endgame viele Chancen. Alleine wenn ihr schon wirklich konstant in die Top 5 kommt, habt ihr sehr, sehr gute Chancen bereits, und wenn ihr dann beispielsweise noch Shockwaves schön mitcarried, Bounces mitcarried, dann habt ihr immer noch bessere Chancen. Damit könnt ihr mich richtig easy durch die letzten Zones rotieren. Ansonsten versucht natürlich auch einen Spot zu finden, wo ihr möglichst viele Mats habt, und generell sehr, sehr viel basiert auf dem Spot. Das heißt, sucht euch da wirklich einen guten Spot aus, damit ihr dann natürlich insgesamt die besten Chancen habt. Ansonsten habt ihr natürlich insgesamt 4 Chancen, um das Preisgeld zu holen. Das heißt, 4 Qualifier-Runden gibt es und dann die jeweiligen 4 Finalrunden. Wie gesagt, hatte ich euch alles bereits schon mal genauer erklärt. Das heißt aber, ihr habt eigentlich eine relativ hohe Chance, euch in ein dieser Tournaments eben mal zu qualifizieren. Dafür müsst ihr unter die Top 500 kommen, und dann, um Preisgeld mitzunehmen, müsst ihr nur noch unter die Top 400 kommen, also auf europäischen Servern, und das sollte eigentlich relativ leicht sein. Macht einfach die gleiche Strategie, spielt safe, geht vielleicht im Midgame ein bisschen auf Kills und spielt dort eigentlich noch ein bisschen safer, dann solltet ihr es auf jeden Fall schaffen, weil ich glaube, viele werden eben bei der Offspawn sterben mit 0 Punkten, und Top 400 sollte eigentlich wirklich sehr, sehr gut möglich sein, sobald man es einmal in die Top 500 geschafft hat. Damit waren das auch schon die Tipps und Tricks, die ich euch für das Frosty Fortnite, Frenzy-Turnier geben kann. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst hier natürlich auch gerne eine Bewertung da, und dann hoffe ich, sehen wir uns nachher im Stream oder morgen im Video wieder. Bis dahin, ciao.